Du bist ein normales Zepter, ja. Du bist nur ein sehr wertvolles Zepter, weil du Meisterpiece bist. Ich denke mal, mein Artefakt wird ein bisschen anders benannt sein, ein bisschen besser zu erkennen. Aber wir haben schon längst viel zu viel drüber. Na komm, dann gucken wir noch mal nach, gucken wir noch mal ganz durch, ob wir irgendwas finden, was wir gebrauchen könnten. Käse, Splints, Iron Nestbox, Copper Nestbox, die nehmen wir mal mit. Ach, und die beiden Eisensachen auch. Und jetzt gehen wir noch mal hier hoch zu den anderen Sachen. Ach, nehmen wir auch ein bisschen Clay noch mit. Warum nicht? Schipo, Bronze, Plak, Tin Cages. Ja, warum nicht? Können wir nachher dann Bronze draus machen mit dem Kupfer. Strawberry Wine Barrel nehmen wir auf jeden Fall mit. River Spirits Barrel. River Spirits, was auch immer Flussgeister sein sollen. Also ja, in dem Fall meine ich. Aber ansonsten haben sie jetzt nichts Interessantes mehr für uns. Okay. Werfen wir noch ein bisschen was rein, dass er so 30% hat und traden. So. Wir mal gucken, ob wir nicht aus Versehen unser Artefakt vertradet haben. Nein, haben wir nicht. Gut. So, die erste Brücke ist schon mal fertig. Gut. Dann würde ich sagen, es ist Herbst geworden, das heißt, unsere Zwergenkarawane trifft demnächst ein. Okay. Wie sieht es jetzt mit Kräutern aus? Das sieht doch gut aus an Kräutern. Okay. Bist du noch beim Braun? Nein. Brau mir weiter. So. So, währenddessen. Und wir haben wieder einen Mut. Ja, er hat einen Craftsworths Workshop geclaimed. Okay. Gut, als nächstes hätte ich gerne neue Zonen. Und zwar hier. So. Ich hoffe, das geht so. Und ihr seid wieder Pit Ponds. P, 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 P. Achso, hier brauchen wir auch noch eine. P. Und ihr seid alles bitte Ponds. Ja. P. 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 Und nochmal so. Gut. Okay, mein Mutzwerk hat alles, was er braucht. Ist auch gut. Nächster Schritt. Nächster Schritt, genau. Also, ich sagte ja, zwei Fe- hier geht die Mauer entlang. Machen wir das schon mal. So, das war eins zu wenig. Hier geht die Mauer entlang. Hier. Und dann kommt hier noch das. Ja, machen wir es. Machen wir es so. Ne, wir müssen es schon ein bisschen breiter machen. So. Hier geht die Downward Stair. Runter. Hier ist es eine Up and Down Stair. Umgeben von. So. Und hier ist es eine Upward Stair.
eine Abfahrt U. So. Gut. Und die. Okay, hier können wir eins wegmachen. So. Das geht dann, ups, hier rüber. Und hier runter, so. Das ist dann der Weg wieder nach oben, falls mal... Naja, wir brauchen einen Weg da nach unten. So. Hier machen wir mal, schneiden wir nochmal kurz ab. Und lassen sie erstmal das da frei machen. Meine beiden Miner, die mit einem Pondfüllen beschäftigt sind, mal wieder. Ja, mittlerweile habe ich drei Miner, weil mich Mechanik auch einen Miner-Skill hat. So, bringt einfach Wasser darunter und schmeißt es irgendwo da unten hin, genau, dass dort Schlamm entsteht. Ich habe das vielleicht ein bisschen falsch durchdacht. Egal, das wird schon einigermaßen klappen. Da dürfte jetzt sogar schon Schlamm sein. Ja, ein Dustling of Mud. Und überall sind sogar schon Small Piles of Mud. Okay, wir haben ein neues Artefakt. Lass mal sehen. Description. Das ist eine Konglomeratfigur von Arban. Von höchster Qualität. Der Gegenstand ist ein meisterhaft designtes Abbild von Arban. Deity war Erbe, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Also das Erbe der Festungen. Dargestellt als ein weiblicher Zwerg und Zwerge in Konglomerat. Von Momus Zazul. Arban ist Engraving, also Arban verziert irgendwas. Arban ist umgeben von den Zwergen. Also Arban ist wahrscheinlich der weibliche Zwerg. Es ist umrandet mit runden Konglomerat-Cabochons. Ich muss endlich mal gucken, was Cabochons bedeutet. Und dieses Objekt ist übersät mit Stacheln aus Konglomerat. Wie soll es denn anders sein? Auf dem Gegenstand ist ein Bild von runden, brillant, also fein geschliffenen Steinen in Konglomerat. Ja, das sind noch harmlose Artefakte. Mal sehen, wie das aussieht, wenn ich einen Lederworkshop oder so habe. Wenigstens habe ich wieder Trinken. Wie sieht es mit Wasser aus? Also einer ist schon mal... Ja, zwei sind schon mal am Minern, sehr gut. Der dritte kommt auch zum Helfen. So, weißt du was, mach hier noch, dann machen wir das hier erst einmal weg. Ach ja, und das hier könnte dann theoretisch auch weg. So. Stimmt, das kann auch weg. Ich hoffe, das war richtig so. Ja, das war auch richtig.
Weil jetzt kann ich hier entlang channeln. So. Und so. Und die Brücke hätte ich eigentlich theoretisch dann so machen können, dass sie einfach verschwindet. Aber nee, so. Obwohl, doch, so kann ich hier immer noch Leute einsperren, ohne dass sie hier durchschießen können. Ja. Ja, gut, dass wir hier dafür alles planen. So, hier wird das mal runtergechannelt. Oh, ups. Das war jetzt schlecht. Jetzt haben sie nämlich... Stopp. X. Hört mal hier auf. So. Das war jetzt nicht so gut. Ich habe vergessen, hier unten. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als hier. Naja, hier geht's ja noch. So, und hier eine Downward Stair zu machen. Da müssen sie hier channeln. Das hier auch. Das hier. Ach, markieren wir einfach mal alles. Und removen dann das hier. Und das hier so. Hoffentlich geht das jetzt gut, was ich hier mache. Sie channeln schon mal nach unten. Nein. Designation X. Das ist nicht so gut. So. Und die werden uns bald verlassen. Die Brücken stehen ja, also können sie uns auch verlassen. So, ich hoffe mal, das klappt hier einigermaßen alles. So, hier könnt ihr auch wieder durchminern dann, damit ihr nach oben kommt, wenn alles ins Probleme geben sollte. So, die Sachen stehen stabil dank der beiden Träger. Ja, auf der Seite sieht es schon mal ganz okay aus. Ja. Okay, da channeln sie auch gerade weg. Gut. Gut, auf der Seite brauche ich ja auch nicht mal eine Brücke dann. Weil der Plan ist einfach, wenn einer runterfällt, ein Goblin oder so, und er hier über die Treppe wieder hochkommt, dass ich ihn von hier auch beschießen kann. Ja. Da sollte ich eigentlich hier durchgehen. Hier noch das Stück auch noch wegchanneln. So fällt er nämlich dann hier runter. Okay, jetzt muss ich noch die Rampen removen. Nein, das war falsch. Remove Stairs ist Z. So. Und hier auch noch bitte. So. Gut, da sind die Rampen weg, da ist die Seite schon mal geschützt. Soll ich das vielleicht auch auf der anderen Seite auch gleich so machen? Also Designation. Weil dort soll eigentlich die Anbindung an meinen Refuse ran. So, das reicht erstmal. Da ist die Mauer. So.
Und meine Hauler sind immer noch am Haulern. Wie sieht's mit dem Plants aus? Sieht okay aus. Trinken sieht gut aus. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Ja, das sieht doch perfekt aus. Zonen. Remove mal die Zonen hier. Also X, 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 X. So, jetzt müsste hier dann überall...